Mit mannschaftlicher Geschlossenheit wollten die Garchinger nun in Nürnberg nachlegen. Den Klassenerhalt hat das Team von Daniel Weber jedenfalls noch nicht ad acta gelegt. Auch wenn die erste Großchance des Spiels auf das Konto der Nürnberger ging, der erste Treffer, der ging auf das Konto der Gäste. Dennis Niebaum zirkelte den Ball aus gut 30 Metern ins linke Eck. Für Niebaum ist es der 9. Saisontreffer, er damit bester Torschütze der Garchinger, gefolgt von Stefan Prunisch. Und genau der wollte sich im Kampf um den besten Garchinger Torschützen nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Es läuft bereits die zweite Hälfte und da dreht Prunisch richtig auf. Erst überlupft er Keeper Radlinger und dann zeigt er vor dem Tor keine Nerven. Das 2:0 in der 53. Minute. Und Prunisch wollte mehr. Mehr Action, mehr Tore, mehr Jubel sollte er bekommen. Das 3:0 in der 71. Minute. Doch wer denkt, das Ding ist durch, der irrt gewaltig. Der Club bäumte sich gegen die drohende Niederlage auf. Julian Wiesmeier chippt den Ball über Torwart Wachenheim, der Anschlusstreffer. Jetzt aufgepasst. Es läuft bereits die Nachspielzeit. Nürnberg will sich einfach nicht geschlagen geben. Und da setzt Julian Wiesmeier zum Seitfallzieher an und trifft tatsächlich zum 2:3. Sehenswerter geht es kaum. Doch der sehenswerte Treffer, er bringt den Nürnberger nichts mehr. Die Aufholjagd kommt zu spät. Wenig später ist Schluss. Ein wichtiger Sieg für die Garchinger auf dem Weg zum Klassenerhalt. Doch Trainer Daniel Weber weiß auch, dass für den Ligaverbleib noch ein ganzes Stück zu gehen ist. Ja gut, wir haben jetzt glaube ich ein sehr, sehr schweres Restprogramm zu Hause Würzburg. Mal gucken, was sie unter der Woche machen, ob sie gegen uns noch was brauchen oder nicht. Glaube ich, ist eine andere Situation dann. Oder ja, und dann Burghausen und Heimstetten. Ich glaube, aufs letzte Spiel wird es ankommen. Spannung pur also in der Regionalliga und bei BFV TV bis zum letzten Spieltag.